Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen The Curious Expedition und ja, ich habe ein bisschen Wut im Bauch. Wir haben jetzt zwei Versuche gemacht und sind beide Male gescheitert. Und das letzte Mal, das war so knapp und ich Idiot hätte einfach fliehen müssen. Das ärgert mich so. Naja, gut, egal. Ich habe es versaut, meine Schuld. Deswegen, wir probieren es erneut. Wir haben jetzt schon ein paar freigespielt, aber wir machen natürlich weiter mit Richard Francis Burton. Richard Francis Burton war ein britischer Afrikaforscher mit einer Stärke für Sprachen und Kulturen. Also sprich, wir können gut mit Afrikanern. Er ist Polyglott, erlaubt übernachten in Dörfern ohne Rufkosten. Also normalerweise, wenn man im Dorf schläft, macht das ja immer zwei Ruf weg. Ist hier nicht so. Wir haben dabei einen britischen Soldaten und wir haben einen eingeborenen Speer. Und Whisky, Fackeln, Speere und Seile. Okay. Willkommen im Forscherclub. Ja, man munkelt, dass ich eine Chance hätte. Ich glaub's nicht. Und wir treten an gegen Alistair Crowley, gegen Huang Feihong, der hat's letzte Mal auch ganz schön davongezogen. Gegen Herrn Amundsen und Marie Curie, die das bestimmt besser machen wird, als wir das mit ihr gemacht haben. Na gut. Wir stellen wieder auf Expedition und wir haben einen großartigen Dschungel und die unangetasteten Trockenländer. Hier gibt es ein Dorf und zwei Schreine. Ja, wir würden dann erstmal in die Trockenländer fahren. Und da kommt ein reicher Ausländer, der möchte, dass wir seine Frau zurückbringen. Ja, ich lese das nie mehr alles vor. Das macht relativ wenig Sinn, weil... die Quests wiederholen sich dann durchaus. Also wir sollen den Dorfbewohner abholen. Das finde ich gut, das machen wir. Ja, der Herr Burton ist der Erste, der kein Tier dabei hat. Also wir haben tatsächlich auch so ein bisschen ein Gepäckproblem. Wir müssen dann mal schauen, dass wir das irgendwie gut gelöst kriegen. Oh, kann man noch beschissener anhalten? Boah. Guck mal, er hätte ja auch ein Feld weiter unten landen können. Nein, jetzt müssen wir direkt klettern und wir haben keine Kletterausrüstung. Guck mal, das kostet uns direkt 30 geistige Stabilität. Das ist doch... So, also, Fee, wen haben wir dabei? Fohebe, das ist ein Speer und der ist, was? Kleptomane. Ja, kann Dinge stehlen. Ja, Private Christopher Watcher, Wäscher, keine Ahnung. Und das ist Richard Burton. Und guck mal, Richard Burton ist ein Kämpfer und zwar volle Esse. Das ist tatsächlich ein übelster Typ. Also wir können uns vielleicht auch ab und zu mal auf den Kampf einlassen. Wir haben hier einen Steinkreis. Den lassen wir jetzt einfach mal in Frieden, weil wir brauchen unseren Ruf erstmal, um im Dorf hier so ein bisschen klar zu kommen. Wir gehen erstmal als allererstes in das Dorf. Und da nähert sich eine junge Dame namens Su Wozet. Sie will mitkommen, denn die nehmen wir natürlich mit. Und wir gucken mal. Wir haben hier einen Tierführer. Wir haben einen Esel. Ja, einen Esel nehme ich. Das ist der Esel. Der heißt jetzt Miss Pesco. Miss Pesco, willkommen im Team Ära. So, ich guck mal. Könnten die Speere weghandeln? Oh, ganz knapp reicht es nicht. So. Dann hätten wir direkt schon mal ein bisschen die ersten Schätze an unserer Seite. Und wir müssen übernachten. Oh, Vorhebe und ein Ureinwohner, der Dorfbewohner, bezichtigte sie des Diebstahls. Oh, na super, jetzt klaut er hier überall. Ja, wie seht, wir haben keinen Ruf verloren. Da hinten ist ein Schrein. Das ist der Schrein, der zu dem Dorf gehört. Und hier wird auch noch ein Schrein sein, denke ich. Ja. Dachte ich mir. So, den Schrein werden wir mal erkunden. Fließendes Wasser. Okay. Buchseite der gezielten Teleportation. Das ist cool. So, das heißt, wir müssen jetzt so schnell wir können wegrennen. Ja, und dann tut sich nämlich das Meer auf und das Wasser überspült das Land und wir haben hier eine Höhle. Die erkunden wir noch schnell. Oh, ich habe keine Würfel. Na, dann können wir hier auch niemanden reinschicken. Dann ist es ja der sichere Tod für jeden, der da einsteigt. So. Ah, nein. Ah, die wollen es auch echt wissen von uns jetzt gleich hier zum Anfang. Okay, wir können unseren Soldaten befördern. Jo, der ist jetzt auf jeden Fall, die ist schon mal Alkoholikerin. Das ist okay, damit komme ich klar, weil die will ich ja eh bloß nach Hause schaffen. Hm, das ist ein Schrein.
gehen jetzt mal hier oben lang. Ich will jetzt nicht über diese Berge klettern, wenn ich so gar keine Ausrüstung dabei habe. Ist mir das einfach echt zu gewagt. So, was haben wir denn hier? Ein Schamane. Ja, Moment. Hier können wir uns vorhebe den Speer reinwaschen. Diese Kleptomanie möchte ich bitte loswerden. Hat er noch irgendwas Relevantes? Er hat Flöten. Aber ich habe nichts zum Handeln, was ich ihm anbieten könnte. Insofern werden wir das mal ignorieren. Loyalität verbessert. Tja. Ein Schrein. Wir müssen hier runter. Oh Mann. Hier geht's ja aber. Gucken wir jetzt mal an, was das hier oben ist. Ein Elefantenfriedhof. Okay, das hat uns jetzt leider nicht so richtig vorwärts gebracht. Jetzt kommen wir hier nicht mehr. Wenn wir hier runterlaufen, dreht die Truppe definitiv durch. Ich habe nichts mehr zu essen. Moment, ist das die Pyramide? Vorher betrat in eine Sperrfalle. Ah, die Wunde entzündet sich. Die Pyramide. Jetzt nichts wie nach Hause. Unser Ziel lockte uns mit seinem goldenen Schimmer. Wir hatten überlebt. Jawohl. Richard Francis Burden, niemals in Vergessenheit. Eine lebende Legende. Weiß ich alles gerade nicht so richtig, weil, war jetzt nicht so richtig erfolgreich, die ganze Nummer. Wir haben auch wirklich verdammt wenig Beute gemacht. Na gut, wir waren die Ersten, immerhin. Raufbold, zusätzlicher Angriffswürfel, Dschungelentdecker oder starker Wille, maximale geistige Gesundheit. Ich bin ja schon voll der Kämpfer, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Maximale geistige Gesundheit können wir nochmal um 20 Punkte hochnehmen. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil noch ein Angriffswürfel. Ja, guck mal, wir haben halt als einziger wirklich nicht viel mit hingebracht. Guck mal, was die an Goldzeug hingeschleppt haben. Und wir brauchen Geld. So, also die Edelsteine gehen weg, die Stoßzähne gehen weg und das schenkt man noch dem Museum, um nach vorne zu gehen. So machen wir das. So. Gut, ja, die ersten Folgen sind immer kurze Folgen, wie gesagt, aber wir werden das immer in Einzelfolgen lassen und das nächste Mal geht es in die Yalompani-Wüste. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, der Ära.